Liebe Freundinnen und Freunde, am Anfang will ich direkt etwas klarstellen zum Interview mit der Zeit. Da habe ich Mist gemacht. Ich weiß, dass ich damit viele Menschen verletzt habe und dass ich der Geschichte und der Gegenwart der Linken damit nicht gerecht geworden bin. Das tut mir leid, doch jetzt geht es um die Zukunft. Warum bin ich also eigentlich hier? Die größte soziale Krise dieser Zeit ist die Klimakrise. Sie betrifft jeden Aspekt des menschlichen Lebens. Sie macht jedes soziale Problem noch schlimmer. Es gibt Kipppunkte im Klimasystem, die die Erhitzung massiv beschleunigen und die Auswirkungen der Katastrophe vergrößern. Die Zeit läuft gegen uns. Deshalb wird linke Klimapolitik so sehr gebraucht wie nie zuvor. Es gibt auch Kipppunkte in sozialen Systemen. In Europa haben wir die Wahl: Menschenrechte oder weiße Vorherrschaft, Klimagerechtigkeit oder Klimaapartheid, ein gutes Leben für alle oder die Rückkehr des Faschismus. Für mich und für uns alle hier ist klar, wir streiten für ein Europa der Solidarität. Und genau deshalb kandidiere ich für die Linke, weil sie die einzige ist, die die soziale Frage nicht gegen die ökologische ausspielt. Nur ein Beispiel. Die Lebensmittelpreise sind enorm gestiegen. Arme Menschen müssen sich zwischen Essen, Medikamenten und Heizen entscheiden. Wer verdient an diesen gestiegenen Preisen? Nicht die Bauern. Im Gegenteil, die meisten sind hoch verschuldet. Es bereichern sich vor allem die Lebensmittel- und Agrarkonzerne. Damit muss Schluss sein. Wir brauchen eine grundsätzlich andere Landwirtschaftspolitik. Landwirtinnen müssen von ihrer Arbeit in Würde leben können und gutes Essen darf kein Luxus sein. Und es braucht eine Bodenreform, damit nicht Spekulanten die Böden aufkaufen, sondern junge Bäuerinnen einen eigenen Betrieb gründen können. Die EU ist ein wichtiger Schauplatz der Klimapolitik. Konservative und Faschisten sabotieren noch die kleinste Bemühung des Green Deal und haben das Gesetz zur Renaturierung von Ökosystemen fast vollkommen verwässert. Die EU fördert das Verheizen von Bäumen als CO2-neutral und die Kommission plant einen Finanzmarkt für Wasserverschmutzung. Das passiert ganz gezielt und mit hohem finanziellen Aufwand durch Konzerne und 25.000 Lobbyisten, die in Brüssel arbeiten. Die Konzerne und ihre Lobbypolitik sind die mutwilligen Brandstifter der Klimakrise. Genau darum brauchen wir auf EU-Ebene linke Stimmen für Transparenz, für Mitsprache gegen Lobbyismus. Ein linkes Projekt heißt für mich Fürsorge in der Gegenwart statt ständiger Sorge um die Zukunft. Doch woher soll die Hoffnung für eine solche Veränderung kommen? Es gibt auch Kipppunkte in sozialen Systemen. Momente, wo Veränderung möglich ist, da es Klarheit gibt. Wenn viele, auch verschiedene Menschen, sich zusammenschließen. Wenn wir Mut haben, wenn wir neue Menschen willkommen heißen. Wenn Zivilgesellschaft, Gewerkschaften und soziale Bewegungen in der Linken eine verlässliche Partnerin im Parlament haben. Wenn wir in diesem Moment, wo in Europa die Rechten erstarken, wir noch stärkere antifaschistische Bündnisse schaffen.
wenn wir gemeinsam eine Linke für alle sind. Davon möchte ich Teil sein. Vielen Dank.